In homogenen, windigen Böden ist der EPB-Schild die erste Wahl. Ein EPB-Schild besteht aus dem weitgehend geschlossenen Schneidrad mit mittenfreiem Antrieb und speziellem Werkzeugbesatz, einer Druckwand mit Statoren, die mit dem Schneidrad die Abbaukammer bilden, einer Förderschnecke und einem Förderband zum Abtransport des abgebauten Bodens, Vortriebszylindern und Gelenkzylindern zur Schrägstellung des hinteren Schildteils bei Kurvenfahrt, einer Druckluftschleuse, sowie dem Erektor. Im Unterschied zum flüssigkeitsgestützten Schild wirkt beim EPB-Schild der gelöste Boden selbst als Stützmedium. Damit er diese Funktion erfüllen kann, muss er in pastöse Konsistenz gebracht werden. Dies wird je nach örtlichen Gegebenheiten durch geregelte Zugabe von Konditionierungsmitteln, wie zum Beispiel Schaum, erreicht. Damit gelingt es gleichzeitig, das Antriebsdrehmoment herabzusetzen und den Verschleiß zu reduzieren. Der Schaum wird über am Schneidrad angebrachte Düsen in den anstehenden Boden injiziert. Der so aufbereitete Boden kann nun problemlos von der Abbaukammer über einen Schneckenförderer auf ein Förderband transportiert werden. Von hier erfolgt der Weitertransport über Gleise oder Lkw. Der Druck zur Stützung der Ortsbrust wird beim EPB-Schild über eine abgestimmte Steuerung der Vortriebsgeschwindigkeit und der Schneckenaustragsgeschwindigkeit gesteuert. Die Abbaukammer bleibt stets vollständig gefüllt, um die Stützwirkung des Erdbreis gegen Erd- und Grundwasserdruck aufbauen und erhalten zu können.